Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und willkommen zu Tag 5 von Vlogmas. Ich sehe echt fertig aus. Können wir das bitte einfach jetzt ignorieren für die nächsten Tage? Ich bin krank. Meine Nase ist ganz rot, weil ich sie gerade 27 Mal geputzt habe. Die Taschentücherbox ist jetzt auch leer. Die Perspektive ist auch mehr so geht so. Ich bin froh, dass es hier nicht ganz so hell ist. Es tut auch echt weh zu reden. Aber ich tue es jetzt trotzdem, weil ich bin wirklich wütend. Also, heute Morgen. Ich habe besser geschlafen als gestern auf jeden Fall, aber Marius hatte wieder Fieber, was ich eindeutig gemerkt habe, weil er wirklich gefühlt eine Million Grad heiß war. Dann hat er mich auch kurz vor 8 geweckt und meinte, er kann nicht mehr schlafen. Dann ist er auch kurz, also ich konnte dann auch nicht mehr einschlafen, dann ist er kurz darauf los zu seinem Arzt gegangen. Haben dann wieder meinte, er muss so später wiederkommen, er ist jetzt nochmal los, weil es da so voll war. Dann habe ich mich mal geduscht, was irgendwie sehr anstrengend war. Der hat gesagt, wir heizen immer noch nicht. Ja, wir können uns einfach mal anziehen, so Heizkosten, das ist einfach gerade alles ein bisschen schwierig. Ich denke, viele von euch werden es verstehen können. Aber das Wasser ist halt auch bei uns nicht so richtig warm. Also man muss wirklich die heißeste Stufe stellen zum Duschen. Und selbst dann ist es noch nicht richtig heiß. War trotzdem angenehmer, da aus der Dusche rauszukommen und es war so kalt. Jedenfalls bin ich dann los zur Ärztin, zu meiner Ärztin. Ich muss sagen, ich liebe meine Ärztin eigentlich schon. Es ist eine sehr gute Ärztin und ich mag sie sehr gerne. Und ich habe da schon wirklich ganz andere Sachen erlebt. Aber ich bin sehr enttäuscht, wie es heute abgelaufen ist. Erstmal war sie nicht da. Sie war schon wieder nicht da. Sie ist halt sehr oft nicht da. Ich war jetzt irgendwie 5-mal da im letzten Jahr und davon war sie halt 3-mal nicht da. Also 2-mal war, glaube ich, eine Vertretung da und heute war einfach niemand da und das stand nicht online, nicht auf deren Website. Finde ich halt ein bisschen schwierig, vor allem weil ich halt wirklich mir gewünscht hätte, dass sich jemand das anguckt. Weil jeder kennt ja seinen Körper und mein Körper reagiert eigentlich auf eine Erkältung anders. Also es fängt immer an mit Halsschmerzen, das ist mal ganz anders. Es fing an mit einem extremen Reizhusten, den ich jetzt so noch nie hatte. Und ja, ich habe auch ein bisschen Angst, weil Marius jetzt auch schon 5 Tage Fieber hat und ich habe offensichtlich das gleiche wie er. Bei mir ist es, glaube ich, bis jetzt nicht ganz so schlimm. Mein Fieber war nicht so hoch wie seins. Aber ich habe jetzt halt trotzdem keinen Bock, dass es mir 5 Tage extrem kacke geht, weil gestern sind auch vor der Erschöpfung schon Tränen geflossen, doch heute habe ich schon 3-mal geheult, bin ich ganz ehrlich zu euch. Weil ich war bei dieser Ärztin, die ja halt nicht da war. Erstmal habe ich gesagt, ja, hallo, ich habe leider keinen Termin. Ich habe halt schon gedacht, okay, sie suchen ja irgendwas, stimmt nicht. Die Ärztin ist, glaube ich, nicht da. Aber trotzdem gesagt, ja, mein Name ist bla bla bla. Ich habe keinen Termin, aber ich bin jetzt krank geworden und wollte fragen, ob ich mit der Ärztin sprechen könnte. Ja, die Ärztin ist nicht da. Und ich so denke, okay. Also die Arzthelferin ist normalerweise relativ freundlich gewesen, aber heute war es wirklich, das glaube ich einfach nicht, was da passiert ist. Ich muss so gesagt habe, okay, dann sie brauchst du eine AU? Wo ich meinte so, ja, brauche ich. Weil ich in meinem Leben muss ich mich auch am ersten Tag krank schreiben lassen. Ja, dann meinte sie noch, sie versorgt erstmal die andere Patientin, ist dann mit der nach hinten gegangen. Dann musste ich 10 Minuten warten. Dann kam sie wieder, habe ich gehustet. Dann meinte sie, hast du Corona-Test gemacht? Dann meinte ich direkt, ja. Also sie hat mich auch die ganze Zeit geduzt. Was, also ich muss sagen, ich bin an sich keine Person, die auf sie jetzt irgendwie beruht oder so. Wenn mich jemand fragt, darf ich dich duzen, sage ich immer ja, 100%. Das ist auch völlig okay für mich. Und wenn eine Ärztin mich zum Beispiel, was meine Ärztin, glaube ich, auch macht, duzt einfach so, ist es auch völlig okay für mich, solange sie freundlich sind. Aber wenn Menschen unfreundlich zu mir sind, ob ich dann noch duzen, werde ich sauer. Weil das Ding ist, sie hat offensichtlich meine Krankenkassenkarte eingelesen, da stand mein Geburtsdatum, ich bin 24 Jahre alt und ja, ich finde, wenn man mich unaufgefordert duzt, muss man wenigstens freundlich zu mir sein. Das ist auch eine Sache von Respekt einfach. Ich duze sie ja auch nicht. Und ich finde, daran merkt man es halt oft schon, das sollte einen nicht ernst nehmen, wenn man geduzt wird. Und wie gesagt, wenn meine Ärztin das macht, merke ich, das macht sie einfach, weil sie freundlich ist und mit mir eine Bindung aufbauen will. Aber bei dieser Arzthelferin fand ich es einfach gerade extrem unangebracht auch. Ja, ich meine, ja, ich habe einen Corona-Test gemacht, der ja, negativ war, es auch stimmt. Ich habe in den letzten 3 Tagen 4 negative Corona-Tests gemacht. Das ist mein heutiger Test. Corona-Test ganz klar negativ. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich jetzt gerade habe, ist eigentlich schlimmer als Corona. Also Corona war nur einen Tag wirklich richtig schlimm. Aber das ist irgendwie auch. Das, was ich jetzt habe, ist halt auch echt irgendwie nicht so geil. Ich muss auch sagen, ich habe das ja 2-mal erlebt in Testzentren. Dass der Test negativ war. Also, dass da stand halt im Ergebnis negativ, wo ich aber schon einen Strich gesehen habe. Und es war einmal ein Tag, wo mein Freund positiv war. Und zwar richtig positiv. Da habe ich schon einen Strich gesehen. Und ein Tag, nachdem ich meinen letzten positiven Test hatte, habe ich da eigentlich auch noch einen Strich gesehen. Aber am Test waren die auch negativ. Ich war dann trotzdem natürlich noch zu Hause 3 Tage, aber ja, so viel dazu. Testzentrum ist also jetzt auch nicht immer unbedingt das Sicherste, sage ich jetzt, weil ich halt auch einen Strich sehe, wenn das Testzentrum keinen sieht. Ja. Dann meinte sie, was für Symptome ich habe. Habe ich ihr das kurz geschildert. Dann meinte sie,
das, warum ich nicht vorher angerufen habe. Und das Ding ist, immer wenn man da anruft, immer, wirklich immer, kommt sofort eine Bandansage, dass sie wegen dem hohen Patientenaufkommen leider nicht ans Telefon gehen können. Also es hätte nichts gemacht, wenn ich angerufen hätte. Das weiß ich zu Millionen Prozent, weil ich habe in letzter Zeit so oft da angerufen. Keine Chance. Und damals, solche Patienten nehmen sie gar nicht auf, behandeln sie gerade nicht. Wo ich mir so denke, okay, also ich verstehe ja alles mit Corona, aber das Ding ist einfach, Corona gibt es auch schon seit einigen Jahren und die Leute, also die Arztpraxen können nicht für immer Leute, die irgendwie Schnupfensymptome haben, nicht mehr behandeln. Das funktioniert nicht. Ich brauche einfach eigentlich medizinische Hilfe. Ich brauche einen Arzt, der sich das ansieht und mir vielleicht auch einfach helfen kann. Aber das, ja, okay, anscheinend nicht. Und hat mich irgendwas hat sie richtig angefangen, warum ich dann da bin und nicht angerufen hätte. Auch online steht davon nichts. Dann meinte sie, dass ich ja dann bestimmt wieder Corona habe. Wo ich mir so denke, klar. Also außer Corona gibt es auch keine Erkrankungen mehr. Es ist zwar Dezember, aber Schnupfen, Erkältung, Grippe, grippaler Infekt, sowas existiert nicht mehr. Es gibt nur noch Corona. Es nervt mich auch. Ich meine, ich hatte gerade Corona vor 2 Wochen, aber dass es immer sofort Corona sein muss. Klar, wenn man krank ist, lässt man sich testen oder testet man sich selber. Das ist ja nicht selbstverständlich, einfach auch, weil es sehr ansteckend ist. Aber es gibt auch noch andere Sachen als Corona. Das fand ich jetzt nicht so hilfreich. Aber man sieht davor schon zu mir, ja, du warst ja jetzt schon krank von bla bla bis bla bla, im November halt. Meinte ich, ja, weil sie da hast du Corona. Meinte ich, ja, weil sie, ja, und jetzt? Meinte ich, ja, jetzt bin ich wieder krank. Weil sie, hast du eine Erkältung? Da meinte ich, ja, schon ein bisschen mehr als eine Erkältung. Also ich fühle mich halt echt scheiße. Und ich weiß, was eine Erkältung ist. So ist es wirklich, mit einer Erkältung würde ich halt im Zweifelsfall, naja, nicht unbedingt arbeiten gehen, weil ich wollte nicht mal anstecken, aber. Ich, also es ist keine Erkältung, es ist schon ein bisschen schlimmer. Und das sieht man ja allen an Marius, der jetzt seit 5 Tagen einfach 40 Grad Fieber hat. Ich mache mir echt langsam Sorgen um ihn. Ich habe auch in meinem Leben noch nie so einen Husten erlebt. Also teilweise, mir kommt wirklich, das ist eklig, mir kommt wirklich der Schleim richtig hoch, wenn ich huste. Und ich war nie ein Mensch, der Probleme mit Husten hatte, gar nicht. Aber auch, dass die Arzthelferin ohne wirklich, dass sie ohne sich wirklich erzählt habe, was ich habe, direkt einschätzen möchte, was ich habe, nur weil ich vor ihr stehe, verstehe ich jetzt auch nicht, warum sie das jetzt so viel bewerten muss. Also ich habe 2 Tage krank erscheinen, weil ich würde wahrscheinlich schon ein bisschen länger dauern, weil sie ja gut bis Ende der Woche. Und dann fällt ihr auf, ach, die Ärztin ist ja nicht da, das heißt, ich kann sie unterschreiben, muss morgen wieder kommen. Ich muss so denken, das ist ja echt cool. Aber sie hat einfach dreimal erwähnt, ja, du warst im November ja schon krank. Wo ich so denke, ja, ich war im November krank und ich bin jetzt wieder krank. Und ich habe auch deswegen gerade schon geweint, weil es kotzt mich einfach so an. Also das war ich sehr wütend und dann war ich traurig und enttäuscht, weil als ob ich das nicht selber am schlimmsten finde. So, ich habe das Gefühl, ich muss mich hier voll rechtfertigen, dass ich wirklich richtig krank bin. Obwohl es überhaupt nicht nötig ist. Und ich weiß auch, dass keiner von euch mir sagen kann, dass ich es nicht bin. Aber. Es ist einfach, also ich fühle mich halt schon schlecht, wenn mein Fieber nicht so hoch ist wie das von Marius. Und es ist halt so ein Quatsch eigentlich. Also ich habe so doll das Gefühl, ich muss mich beweisen, dass ich wirklich, dass ich wirklich krank bin. Aber ich würde mich auch nicht so für die Kamera setzen, wenn ich es nicht wäre. Und das Ding ist halt auch, ich habe gar kein Problem zur Arbeit zu gehen. Ich mag meine Arbeit eigentlich. Es war letztes Mal ein bisschen viel, aber so, ich würde viel lieber, Leute, Millionen mal lieber zur Arbeit gehen, als jetzt krank zu sein. So viel lieber, ihr wisst es gar nicht. Wirklich, es ist einfach für mich extrem anstrengend. Ich habe halt das Gefühl, ich kann einfach nicht mehr. Ich war im Oktober krank, dann sind wir direkt umgezogen. Also ich war gefühlt noch eine Sekunde krank, bevor der Umzug stattgefunden hat. Dann haben wir einmal renoviert, dann hatte ich Corona, dann war ich 2 Wochen jeweils die ganze Woche arbeiten bis Samstag und bin jetzt schon wieder krank. Es ist doch für mich selber belastend. Ich finde es doch am allerbeschissensten. Wer wünscht sich sowas denn? Ich bin doch nicht gerne krank. Und ich bin auch kein Mensch, der jemals so getan hat, als wäre ich es nicht. Ich habe in der Schule, ich habe nie Schule geschwänzt. Kein einziges Mal. Niemals. Aber dass ich, man auch von der Arbeit, also nicht nur ich, sondern generell merke ich es einfach, dieser Druck von der Arbeit so da ist. Ich verstehe das auch, dass die Probleme haben, weil in unserem Projekt sind wir irgendwie 3 Leute und davon sind 2 jetzt krank. Das ist ein Problem. Ich verstehe das. Aber ich bin krank. Es ist auch nicht meine Firma. Deswegen muss ich mich dafür jetzt auch nicht komplett aufopfern. Aber selbst wenn es meine Firma wäre, ich bin krank. Wenn ich da jetzt hinkomme und die Kollegen anstecke, bringt es keinem was. Also, ich verstehe, dass es doof ist, aber trotzdem bekommt man halt oft, und wie gesagt, das habe nicht nur ich mitbekommen, sondern das höre ich von allen Seiten, von Freunden, Familie, dass da so Druck kommt von der Arbeit, weil irgendwie auch alle unterbesetzt sind, aber wenn man krank ist, ist man einfach krank. Und natürlich verstehe ich, dass es ärgerlich ist, wenn man so schnell von einer Folge schon wieder krank ist, aber ich vermute auch, dass ich jetzt wieder krank bin wegen Corona. Ich habe das halt schon ein paar Mal gehört, dass das, irgendwie das Immunsystem auch extrem schlecht, aber das Ding ist halt einfach auch, ich habe durch meine Rheumaerkrankung sowieso schon ein schwächeres Immunsystem. Ich spritze mir einmal die Woche Medikamente, die mein Immunsystem komplett runterdrücken. Dass ich öfter krank bin, ist eigentlich völlig normal. Dass ich eigentlich so selten krank bin, ist schon krass. Und wenn ich krank bin, dann eigentlich zu 80% der Fälle oder zu 70% der Fälle wegen Marius, weil er in der Kita arbeitet und von da halt Viren mitbringt. Wo halt auch keiner was für kann.
Ja, überhaupt nicht, ich mache da gar keine Vorwürfe, aber das ist halt so. Er arbeitet in der Kita, da gibt es viele Viren. Bringt er die nach Hause. Ich habe ein extrem geschwächtes Immunsystem und ich stecke mich an. Fast immer. Und es fuckt ihn ab, dass er ständig krank ist. Es fuckt mich ab, dass ich ständig krank bin. Wir wollen das beide nicht. Wir geben unser Bestes. Wir essen Obst, wir trinken Ingwer-Shots. Wirklich, wir versuchen es ja. Wir versuchen alles, was geht, damit wir nicht dauernd krank werden, weil wir haben da auch keinen Bock drauf. Aber das, wie, wenn man von der Arbeit so ein doofes Gefühl bekommt, so, ah, du bist auch noch krank und dann vom Arzt, ach, du bist schon wieder krank. So von der Arzthelferin, die das ja mal gar nicht beurteilen kann. Ich habe keinen Bock darauf, dass mein Gesundheitszustand schon wieder von fremden Menschen beurteilt wird. Das habe ich jetzt so oft erlebt schon in Bezug auch auf diese ganze Geschichte mit den Ämtern und den Geldern und so weiter. Ich habe die Schnauze voll. Oder von Gutachtern. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, dass meine Gesundheit von fremden Menschen beurteilt wird. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr tun. Ich kann nicht mehr. Ich wünschte, mir würde es gut gehen. Ich wünschte, ich könnte arbeiten gehen. Ich wünschte, ich könnte die Leistung erbringen, die man so sehr erbringen soll in dieser Gesellschaft. Ich wirklich, die Leute wollen dich würgen, damit du die Leistung erbringst. Wie gesagt, ich tue mein Bestes. Ich habe einen Job, ich gehe arbeiten, aber ich bin einfach krank. Und dass da von jeder Seite gefühlt irgendwie so ein Zweifel kommt, hat mich halt wirklich zum Heulen gebracht, weil ich finde es selber schon so anstrengend. Es belastet mich so sehr selber, dass ich krank bin. Ich brauche das nicht noch, dass daran gezweifelt wird. Wirklich nicht. Und es fuckt mich ab. Und ich finde es auch frech. Ja, was soll ich sagen? Ich werde dann morgen wohl nochmal zum Arzt gehen und meine Krankenschreibung holen und dann bei der Arbeit halt Bescheid sagen. Ich werde erstmal wissen, was in der Krankenschreibung dann draufsteht, bevor ich dann da anrufe. Ich hoffe, das geht klar, dass ich dann halt erst morgen früh da anrufe, aber das heißt halt morgen wieder raus. Und ich muss sagen, es ist mir so wahnsinnig schwer gefallen, rauszugehen. Nicht, weil ich noch weiter schlafen wollte, das, ich wusste schon direkt kurz vor 8, das wird nichts mehr. Ich habe 5 Stunden geschlafen, glaube ich, wenn überhaupt. Meine Nase läuft schon überhaupt wegen Taschentuch. Jedenfalls, ja. Ich rede jetzt wieder sau lang. Das Video wird sau lang. Es tut mir leid, aber dieser Realtalk muss jetzt einfach sein. Denn ich glaube, dass viele von euch das auch kennen. Also, ich meine, ich habe jetzt nur grippaler Infekt, sage ich jetzt mal. Aber schon da kotzt es mich an, einfach, dass dieser Druck der Gesellschaft, dass du Leistung erbringen sollst, so enorm ist, dass es wirklich schon an deiner Erkältung gezweifelt wird. Aber das kennen, glaube ich, auch ganz viele von euch. Also, das fängt an bei einer Erkältung, geht bis über chronische Erkrankungen wie Rheuma, Hashimoto, die ich ja beide habe. Und endet dann bei psychischen Erkrankungen. Da kann man eigentlich direkt einpacken, aber. Ja, das ist einfach das, was man selber sagt, wie man sich fühlt, anscheinend gar nichts mehr wert. Das ist einfach nur geglaubt wird, dass man lügt die ganze Zeit anscheinend und dass einem keiner mehr irgendwas abkauft. Und ich mir denke, warum sollte ich in meinem Wohlbefinden lügen? Es gibt bestimmt Menschen, die machen das, aber vielleicht sind es 2% der Menschen und dafür wird 100% nicht geglaubt. Cool, wirklich super, tolle Lösung. Aber ich finde auch, es kann nicht sein, dass ich es anscheinend nicht schaffe, mich untersuchen zu lassen. Ich verstehe, die Ärzte sind ausgebucht, aber. Der nächste Termin ist irgendwie in 4 Monaten frei. Wenn ich jetzt krank bin, brauche ich keinen Termin in 4 Monaten. Weil wenn ich was habe, was so ist, dass ich 4 Monate warten kann, brauche ich gar keinen Termin. Bin ich ehrlich. Also, das Einzige, was ich machen würde, ist halt Vorsorgeuntersuchung oder Schilddrüsenwerte überprüfen. Dafür kann ich auch 4 Monate, obwohl Schilddrüsenwerte würde ich schon eigentlich auch gerne zeitnah dann überprüfen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss es tun. Ja. Es fuckt mich ab. Ich kann es so einfach so sagen. Ja. Ich finde einfach, dass man sich das System überlegen sollte, dass mein Freund krank dahin kommt, sich zum Arzt schleppt und dann gesagt wird, komm in 2 Stunden nochmal wieder, ist scheiße. Wenn es da voll ist, klar, da können die Arzthelferinnen auch nichts für, das sage ich jetzt gerade gar nicht. Also ich will jetzt hier auch nicht irgendwie einen Riesenschirm auf Arzthelferinnen machen, gar nicht. Ich habe auch schon super liebe Arzthelferinnen erlebt, die mir ein super gutes Gefühl gegeben haben. Aber es ist halt leider häufig so, dass gerade auch bei guten Ärzten, die Arzthelferinnen, oft sind es halt, also eigentlich sind es immer nur Frauen, halt teilweise auch sehr unhöflich sind und ich mir denke, das kann nicht sein, also. Gerade, dass ich selber arbeite, auch in einem Job, wo ich mit sehr schwierigen Kunden zu tun habe, oft und mit sehr unhöflichen Kunden, wo ich auch gerne mal angeschrien werde, verstehe ich gar nicht mehr, wie Menschen in ihrem Job so professionell sein können. Es tut mir leid, aber wenn ich in einem Job arbeite, wo mein Job eigentlich ist Kundenkontakt, dann bin ich verdammt nochmal höflich, egal wie scheiße mein Tag war. Das ist für mich klar. Ich würde niemals einen Kunden so behandeln, wie ich teilweise behandelt werde. Und das geht los bei der Supermarktkasse bis über Arzthelferinnen. Und jetzt habe ich auch erlebt, dass die Arzthelferin, wo ich heute war, von einem älteren Mann angeschnauzt wurde, wo ich auch dachte, das ist ja sowas von scheiße. Wie muss man, wie kann man so scheiße sein? Aber trotzdem fand ich ihr Verhalten heute einfach nicht okay. Und ja, einfach auch mal ein bisschen Höflichkeit, ein bisschen nett sein. Einfach mal vielleicht auch gute Besserung sagen, wenn jemand da ist, der krank ist. So, mir geht's halt richtig kacke und ich leide. Und ich bin so erschöpft einfach auch im Moment, dass ich diese Krankheit auch gar nicht gut wegstecken kann. Ja, heute Morgen war ich auch so dann,
Meine Nase läuft die ganze Zeit, das nervt einfach nur. Und ich dachte so, ich kann jetzt nicht rausgehen. Ich habe mich so schwer getan. Ich habe eine Stunde zum Aufstehen gebraucht einfach. Ja, Marius hat den Müll gerade mitgenommen. Ich liebe ihn dafür gerade so sehr, weil das hat mir gequält wirklich über. Ich brauche ein Taschentuch. Ich kann nicht weiter, ich brauche ein Taschentuch, aber ja. Real Talk, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Es ist unglaublich schwer, stark zu sein, wenn man eh schon keine Kraft hat oder die ganze Zeit auch an deiner Gesundheit gezweifelt wird oder dass es dir nicht schlecht genug geht oder was auch immer, aber dass ihr krank seid, könnt am Ende nur ihr wirklich beurteilen, weil ihr fühlt es ja. Lasst euch da nicht von irgendwelchen anderen Leuten, die aus irgendwelchen Gründen noch immer euch nicht ernst nehmen, irgendwie was einreden, ne? Also, es ist mir voll wichtig, hier mitzugeben, weil ich weiß, viele Leute zweifeln auch an sich. Und ich weiß auch, viele Leute durch diesen Leistungsdruck so krass getriggert werden. Ich verstehe das echt, aber wenn ihr krank seid, seid ihr krank. Lasst euch von niemandem ein doofes Gefühl für geben. Aber wie gesagt, ich fühle mich selber total doof. Ich fühle mich extrem schuldig, dass ich krank bin, weil ich gerade nicht arbeiten gehen kann. Das ist einfach schade, weil ich fühle mich auch extrem scheiße, weil ich krank bin und die Kraft nicht mehr habe. Ich werde es überleben, so ist es nicht, ja, aber wenn ihr das verstehen könnt, wenn ihr gerade krank wart, dann hattet ihr was extrem Anstrengendes zu tun, wart dann nochmal krank und habt dann gefühlt nur gearbeitet und seid jetzt nochmal krank und ihr denkt halt so, also ich habe ja schon letzten Tag gesagt, die Zeit rennt mir weg, ich komme nicht mal dazu, die Wäsche aufzuhängen oder wegzuräumen oder ich muss auch wieder waschen und meine Entspannung war auch schon den letzten Sonntag nicht mehr. Ja, es ist frustrierend als fuck und ich wollte darüber einfach sprechen. Ich fühle mich ungerecht behandelt irgendwie, aber ich weiß ja, das geht nicht nur mir, das geht allen so und das finde ich halt so schlimm. Viel müsste ich halt, wenn am System war, auch was ich vorhin schon gesagt habe, dass man einfach, dass ich zum Arzt gehe, dann ist da keiner und ich kann das nirgendwo rausfinden und bei dem anderen Arzt, das schicken die meinen voll wieder weg und finde ich schon krass, weil ja, auch wenn es voll ist und dafür irgendwie auch keiner was kann. Kann es aber auch nicht wahr sein, dass wenn man krank ist, man keine medizinische Hilfe bekommt. Das ist das Letzte, was ich tun werde. In keiner Welt wird es passieren, dass ich mit einem Grippeinfekt ins Krankenhaus gehe. In keiner Welt. Das kann ich euch gleich sagen. Niemals. Aber teilweise ist es einfach so schwer, bei irgendeinem Arzt mal dran zu kommen. Und ich habe auch die Kraft nicht, zu 27 Ärzten zu rennen, dann 3 Stunden im Wartezimmer zu sitzen. Das ist halt das Ding. Ich kann nicht mehr. Ich werde erstmal meine Jogginghose anziehen, mir die Nase pusten, einfach versuchen, das Video vor den letzten Tagen zu schneiden. Aber ich war jetzt ein ewig langer Real Talk. Oh Gott, war der lang. Es tut mir leid. Aber das letzte Video war ja sehr kurz, aber es war mir einfach so wichtig, das anzusprechen, weil ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Und das bewegt mich halt heute. Bis später. Dazu kommt, dass ich vom Jobcenter gerade einfach das hier bekommen habe. Es sind einfach über 30 Seiten, die ich ausfüllen muss. Das ist doch echt ein Scherz. Aber okay. Was tut man nicht alles fürs Jobcenter? Aber es ist halt wirklich. Leute, die glauben, Jobcenter ist einfaches Geld. Sorry, das ist einfach nur komplett albern und dumm. Du musst denen wirklich jeden Pups belegen. Wirklich einfach absolut alles. Und keiner, der dieses Geld nicht 100% zusteht, wird es bekommen. Und einfach ist es erst recht nicht. Nur mal so. So, meine lieben Freunde, ich habe leider gestern vergessen, das Video zu moderieren. Ich habe noch sehr viel ferngesehen. Die fast die komplette zweite Staffel. Ich bin immer für dich da. Genau. Und ich hatte dann auch noch Fieber. Es ging mir echt nicht so gut. Und deswegen habe ich halt vergessen, das Video zu moderieren. Aber das kann ich ja jetzt tun. Ich hoffe, der Real Talk hat euch gefallen. Es war einfach irgendwie auch wichtig, über die Themen zu sprechen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich aber dann noch umfreuen. Wie gesagt, Vorschläge könnt ihr gerne mal in den Kommentaren da lassen. Und über ein Abo freue ich mich ganz besonders. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.